Guten Tag. Ja, Tag auch. Und beste Grüße aus dem Innenministerium. Thomas de Maizière lässt sich entschuldigen. Allerdings bekümmert ihn schon, dass einige seiner Äußerungen zu Flüchtlingen in der Vergangenheit irgendwie missverstanden wurden. Deswegen ein paar klärende Worte. Als sich der Herr Minister im Januar gegen das Kirchenasyl für Flüchtlinge aussprach, weil eine Kirche nicht über den Einwanderungsgesetzen stehe, wurde er vom Kölner Weihbischof Ansgar Puff dafür getadelt. Hierzu stellt Herr de Maizière fest, Ansgar Puff ist ein lustiger Name. Wie schon mehrmals erwähnt, ist der Innenminister sehr an der Einwanderung qualifizierter Einwanderer interessiert. Allerdings sollten in diesem Fall auch Regeln eingehalten werden. Im Prinzip besteht momentan nur Bedarf an hellhäutigen IT-Spezialisten mit Studium der Germanistik. Gern auch aus Ländern, die nicht so weit weg sind. Zum Beispiel Belgien. Gut wäre es, wenn diese Belgier ihren Wohnsitz in Aachen hätten. Die könnten ja dann direkt da einfach wohnen bleiben. Minister de Maizière ist in der Tat ein großer Freund der Zuwanderung, also echt jetzt. Er ist lediglich dafür, dass Einwanderer aller Art sich vor ihrer Einreise bzw. Flucht mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache vertraut machen. Sollte der Fluchtwillige kein Geld für einen Deutschkurs bei der syrischen Volkshochschule haben, empfiehlt er sich stattdessen, eine Sprachen-App aufs iPad zu ziehen. So leicht kann es gehen. Und Herr de Maizière sagte in Verbindung mit dem Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer, die Seenotrettung ist kein Allheilmittel. Ja, aber er meinte damit, für Bergsteiger. Also für Menschen in Seenot ist Seenothilfe im Prinzip schon gesund. Das Rettungsprogramm Mare Nostrum wurde eingestellt, klar. Weil man sich aber jetzt auch nicht vorstellen konnte, dass die Afrikaner ohne Aussicht auf Rettung echt noch mal zu fliehen versuchen. Ich meine, dafür gab es ja dann auch das Ersatzprogramm Triton. Das ist jetzt zwar nur eine küstennahe Patrouille, die nichts anderes tut, als zu gucken, wer es jetzt konkret lebend bis ans Ufer schafft, aber man zeigt wenigstens höfliches Interesse. Und Triton klingt so lustig nach Erfrischungsgetränk. Ja, leider war Ansgar Puff als Name zu lang. Der Innenminister ging wirklich auch fest davon aus, dass wenn niemand mehr gerettet wird, die Schlepperbanden ja dann auch irgendwann sagen, Mensch, das ist jetzt doof. Ja, dann muss ich das Gewerbe abmelden. Schade. Dieses Konzept ist nicht zu 100% aufgegangen. Herr de Maizière ist auch zornig darüber, dass die Schlepperbanden zwar überaus professionell zu Werke gehen, räumt aber auch ein, dass die im Gegensatz zur Deutschen Bahn wenigstens fahren, wenn man zahlt. Hören Sie auf. Ja, ja. Zusammengefasst. Thomas de Maizière arbeitet daran, sensibler gegenüber der Verzweiflung von Flüchtlingen zu werden, damit diese Texte, die ich hier als Pressesprecher schreiben muss und dann auch noch rausorgel, nicht immer so bitter sein müssen. Trotzdem, Ansgar Puff ist wirklich ein lustiger Name. Dankeschön.